Wir machen direkt weiter. Andy Rüther wird die Hubs for Change, das Hubs for Change Projekt vorstellen. Und genau, wird sich wahrscheinlich jetzt selber kurz erklären, um was es geht. Viel Spaß damit. Ja, gerne. Alles klar, super. Ja, vielen Dank. Genau, Andy Rüther, Hubs for Change, soweit komplett richtig. Ich bin bei den Geeks for Change. Wir sind ein Kollektiv bestehend aus Softwareentwicklern, die dabei helfen möchten, unsere Gesellschaft hin zu einer sozial-ökologisch verantwortungsvolleren Gesellschaft umzubauen. Wir sind momentan zu viert, möchten gerne mehr werden in Zukunft, und wir denken, dass digitale Innovation bei diesem Gesellschaftswandel eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Vor einiger Zeit ist ein neuer Mitbewohner bei mir in die WG eingezogen, Paul. Und Paul hat mich gefragt: Andi, du bist doch bei Bonn im Wandel und ganz gut vernetzt. Wie ist denn das? Ich möchte mir ein Lastenrad ausleihen, weil ich irgendwie ein Sofa transportieren muss und will aber kein Auto dafür ausleihen. Habe ich ihm gesagt: Ja, Bolle Bonn ist die lokale Lastenradinitiative, geh da mal hin, da kriegst du das. Dann 2 Wochen später kam meine neue Mitbewohnerin Paulina zu mir. Kein Witz, Paul und Paulina wohnen beide in der Paulusstraße. Aber das ist eine andere Geschichte. Mein Handy ist mir kaputt gegangen. Ich will das reparieren oder reparieren lassen. Wer kann mir denn dabei helfen? Andi, du kennst dich doch hier ein bisschen aus. Ja, es gibt da mehrere Repair-Cafés, da kannst du hingehen und wenn du Glück hast, dann findest du da eine nette Person, die dir dabei hilft. Und dann denke ich mir, ja, okay, gut. Wie ist das denn jetzt für Menschen, die nicht gerade eine Person kennen, die ganz gut vernetzt ist und ihnen diese Adressen geben kann? Wenig später habe ich Kontakt mit meinen Bekannten in Freiburg und die erzählen mir, dass es da 17 Terminkalender im Nachhaltigkeitsbereich, im Bereich des sozial-ökologischen Wandels gibt für eine Stadt. Und die haben sich auch gedacht, ja, okay, wir müssen das Ganze irgendwie ein bisschen übersichtlicher gestalten, damit die Leute die Termine dann auch finden können. Und so, das waren die 2 Dinge, wo wir dachten, okay, lass uns dafür, genau für diese 2 Probleme, eine Plattform bauen. Und das ist das, was heute Hubs for Change heißt. Genau. Und die Idee von Hubs for Change ist nicht, eine neue große Plattform aus dem Boden zu stampfen, sondern den lokalen Initiativen, die schon gut vernetzt sind, ein Instrument an die Hand zu geben, um die regionale Wandellandschaft besser kartieren zu können. Und das heißt, dass die Verantwortung für das, was in deren oder in der jeweiligen lokalen Wandelplattform kartiert wird, wie die genau aufgebaut ist, was die Schwerpunkte sind, das liegt in der Verantwortung der lokalen Initiativen. Das heißt, wir haben die Idee, eine dezentrale Struktur mit vielen verteilten Hubs for Change aufzubauen. Dieses dezentral organisierten Plattformen sind ein Puzzleteil, an dem wir konkret arbeiten schon. In mehreren Städten in der Schweiz, in Freiburg und Bonn wollen wir die bald einführen. Und die Vorteile davon sind, dass wir einerseits die Autonomie haben der lokalen Initiativen, andererseits aber auch große Synergien dadurch, dass viele Initiativen mit der gleichen Software arbeiten. Wir haben ein großes Netzwerk regionaler und überregionaler Initiativen. Es gibt die Möglichkeit für einen regen inhaltlichen und technischen Austausch. Letztendlich ist die technische Wartung und Weiterentwicklung auch einfacher, wenn alle da am gleichen Strang ziehen. Wir arbeiten komplett mit freier Software, setzen auf Drupal auf und haben dadurch auch nochmal eine riesige Community im Rücken. Die Idee von Hubs for Change geht aber noch weiter. Jetzt ist es vielleicht so, dass Paul und Paulina die lokale Hubs for Change-Plattform kennen, aber was, wenn sie bei der Karte von morgen reinschauen und da nach dem Repair-Café oder der Freien Lastenrad-Initiative suchen? Es wäre doch super, wenn die regionalen und überregionalen Plattformen, die es schon gibt und die es ja in ihrer Vielfalt auch immer geben wird, wenn die miteinander sprechen könnten.
Die Frage ist also, wie können intelligente Schnittstellen aussehen, die es erübrigen, dass ich auf jeder Plattform wieder und wieder die Daten der Organisation und der Veranstaltung eintragen muss und das alles pflegen muss, sondern wie können wir es schaffen, zu einem Netzwerk zu kommen, was Daten in einem gewissen Rahmen austauscht und so einerseits die Vielfalt, die Wandelbewegung ja hat, das ist ja auch eine ganz große Stärke an der Stelle, aber wie können wir schaffen, in dieser Vielfalt trotzdem dahin zu kommen, dass wir nicht auf 1000 kleinen Baustellen arbeiten müssen die ganze Zeit. Und das ist ein relativ komplexer Punkt zugegeben, aber er birgt eben auch das Riesenpotenzial, eine Gegenbewegung zu den großen Monopolisten loszutreten und Projekte wie Mastodon, die schon heute mit einer dezentralen Architektur arbeiten, zeigen ja, dass das im Prinzip funktioniert. Was wir jetzt sozusagen nur noch machen müssen, ist das auf den Bereich des sozial-ökologischen Wandels zu übertragen. Also große Aufgabe ist uns klar, aber wir sind davon überzeugt, dass wenn wir an einem Strang ziehen, dass wir da wirklich was reißen können. Es gibt, was uns grob verschwimmt, ist eben ein Netzwerk von Plattformen, die sich auf gemeinsame Werte und Standards für so einen Datenaustausch einigen. Und da gibt es auch schon ganz konkrete Ansätze, zum einen Transition Connect, was zum Teil auch schon genutzt wird, wo wir auch aktiv dran arbeiten. Und dann gibt es gerade eine ganz spannende Bewegung, gründet sich gerade ein Wandelbündnis aus Akteuren des sozial-ökologischen Wandels. Und das ist dann nochmal nicht nur für den Digitalbereich, aber auch so ein Anschub, dass wir da als Bewegung in eine gemeinsame Richtung schauen. Und später gibt es auch noch von Germanwatch einen Workshop zu digitaler Lobbyarbeit. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir sozusagen unsere Stimme hörbar machen wollen, dass wir dann auch einfach mal zeigen, was es schon alles gibt im Wandelbereich. Und ich freue mich total, dass hier auf der Konferenz schon so viele Menschen an ähnlichen Baustellen unterwegs sind und dass wir da auch schon ganz viele Kooperationen und Synergien sehen. Und den Prozess möchten wir einfach fortführen. Und daher der Aufruf, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr euch mit uns oder Transition Connect verbinden möchtet. Und kommt auch gerne auf uns zu, wenn ihr in eurer Stadt eine Hubs for Change Plattform aufbauen möchtet. Wir, das sind Merlin, Leonie, Rainer und ich. Wir sind hier als von Geeks for Change. Wie gesagt, kommt gerne auf uns zu. Und wir sind gleich in der Pause auch noch am Stand vom GreenNet Project und des Wandelbündnisses. Das ist im Forum auf dieser Seite sozusagen im dritten Stock. Und wir freuen uns auf spannende Gespräche. Dankeschön. Das war's schon.